Stäbchen. Aha. Die nächsten Fragen. 1000 Fragen an dich. Oh, mein Hund. Ich will auch mitmachen. Oh mein Gott, nee. Ich krieg eine Krise hier. Seko, ich hab gesagt nein. Hör jetzt auf. Meine Güte, ne. So, ein bisschen kraulen und die Ohren. Ja, ja, und hier. Oh, ja. Ich kann kein Video machen ohne den, ne? Ich meine, der fühlt sich immer angesprochen, wenn ich was mache. Also 1000 Fragen an dich, eine Kooperation, ne, wie immer. Das gleiche, 1000 Fragen sind ja noch nicht rum, ne? Wir sind ja erstmal bei 121. Ich habe keine Zeit, Leute. Ich muss den Hund quälen. Ich habe mir gedacht, heute mal mit Hut. So. Ein bisschen wie Harry Potter, ne? Mein Zauberstab ist leider weg. Komm, ich geh ab ins Körbchen. Meine Güte, nee. So, 121. Jetzt geht's auch los. Gibst du der Arbeit manchmal Vorrang vor der Liebe? Nein. 122. Wofür bist du deinen Eltern dankbar? Für mich, dass ich da bin. Für meine Geburt. 123. Sagst du immer, was du denkst? Ja, glaube schon. Leider. Tut mir leid. 124. Läuft dein Fernsehgerät häufig, obwohl du gar nicht schaust? Nein, aber doch eigentlich schon. Aber ohne Fernsehen, sondern nur mit Musik drauf. Also da höre ich ja Musik drüber. Ich habe ja gar kein Programm hier mehr. So. 125. Welchen Schmerz hast du nicht überwunden? Gar kein? Keine Ahnung. 126. Was kaufst du für deine letzten 10 Euro? Eine CD? Und, ein Smoothie. 127. Verliebst du dich schnell? Nee. Ich bin nur verliebt in mich. Und in meinen Schatzi. Und in meinen Hund. Verliebst du dich schnell? Vielleicht, aber in anderen Sachen. Wartet mal. In was habe ich mich letztens verliebt? In so ein Wohnmobil. 128. Woran denkst du, bevor du einschläfst? Dass ich jetzt einschlafe, daran denke ich dann. Ich schlafe jetzt ein, sage ich mir dann, glaube ich. Keine Ahnung, ich meine, das ist unterschiedlich. Ich denke doch immer jeden Tag was anderes. Ich weiß doch nicht, was ich dann denke, wenn ich einschlafe. Schlafe ich einfach ein. So. 129. Welcher Tag der Woche ist dein Lieblingstag? Mittwoch! Nein. Mittwoch, so wie heute ist Mittwoch. Oder auch nicht? Egal. Oh, 130. Was würdest du als deinen größten Erfolg bezeichnen? Größten Erfolg? Ach, vielleicht kommt ja noch. Mein größter Erfolg bin ich vielleicht selbst. 131. Mit welcher berühmten Person würdest du gerne einmal einen Tag verbringen? Harry Potter. Nein, Quatsch. Leute, wer ist denn alles berühmt, Leute? Weil nur weil ihr das Wort berühmt steht, sind sie alle sofort berühmt. Mein Gott, nee, keine Ahnung. Und außerdem den ganzen Tag mit denen verbringen? Das ist mir zu viel. Das ist mir zu nah, Leute. Nee. Ich meine, hier, Barbara Dennerlein, aber das waren nur ein paar Stunden. Die will ich auch nicht den ganzen Tag mit verbringen. Ich meine, die muss mir nicht den ganzen Tag an der Orgel hier ihre Lieder spielen. Nein. Es ist alles kompliziert, ne. Tut mir leid, da kann ich nichts zu sagen. Vielleicht mit mir selber. Haha, Scherz.
132. Warst du schon einmal in eine unerreichbare, berühmte Person verliebt? Warst du schon mal einmal in eine berühmte Person verliebt? Ich bin in mehrere berühmte Personen verliebt. Psst. Nein. Also zu Kinderzeiten war ich in Angel of Kelly verliebt. Leute, das ist wirklich was. Aber der war auch wirklich erstmal nicht berühmt. Das war erst später. Die haben sich hochgearbeitet, Leute. Es ist echt ein bisschen... Naja, und eigentlich liebe ich ja alle Leute. Nicht nur die Berühmten, sondern auch andere. Das ist schön. 133. Was ist dein Traumberuf? Bestseller-Autorin. Haha, Scherz. Nein, keine Ahnung. Mein, das ist doch kein Traum. Wenn ich einen Traumberuf hab, ne? Dann bin ich Fee und Hexe. Gleichzeitig. Das ist ein Traumberuf. Und noch ein Traumberuf wäre, meiner Meinung nach, ein Einhorn zu sein. Schätz. 134. Fällt es dir leicht, um Hilfe zu bitten? Ja, so ein bisschen. Aber wobei, immer wenn ich das dann um Hilfe frage, Leute, kriege ich die gleiche Antwort, die ich schon habe. Also, oder die gleiche Hilfe, die ich schon gemacht habe. Also, brauche ich auch gar keine leichte Hilfe zu bitten, sondern habe mich schon fertig mit meiner Hilfe. Wie auch immer. 135. Was kannst du nicht wegwerfen? Meine Tagebücher. 136. Welche Seite im Internet besuchst du täglich? Facebook. Ah. 137. Sind die besten Dinge im Leben gratis? Ja. 138. Hast du schon mal was gestohlen? Ein Taschentuch? Bisschen Klopapier vielleicht. Ich habe, glaube ich, schon mal eine Klorolle geklaut, aber ich glaube, das war eine leere sogar. Naja, das tut mir ja leid. 139. Was kochst du, wenn du Gäste, Gäste hast? Hä? Da würde ich schreiben, wenn ich Gäste hätte. Also wenn ich Gäste habe, wobei ich hier keine Gäste habe, sondern nur mein Schatzi, koche ich immer schön lecker vegan. Wartet mal jetzt. 140. In welchem Land möchtest du am liebsten einmal eine Minute lang gratis einkaufen? Schon wieder lese ich Land und nicht Laden. In welchen Laden möchtest du am liebsten einmal eine Minute lang gratis einkaufen? Eine Minute? Da muss man schnell einpacken. In einen Bioladen, Leute. Schnell Obst und Gemüse einpacken und dann wieder zur Kasse. Das wär's doch, ne? So, und das war's jetzt von meiner Harry Potter 1000 Fragen an dich. Nein, Quatsch. Ich habe mal gedacht, ich ein bisschen anders. Stylish. Wünsche euch noch eine schöne Zeit und lasst es euch mal gut gehen. Ciao.